Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Es ist einfach eiskalt passiert. Alex Pereira hat Israel Adesanya in der 5. Runde im Stand per TKO besiegt. Er hat Israel Adesanya einfach wirklich mit Schlägen eingedeckt und es war nur eine Frage der Zeit, bis der Referee abbricht. Es gab die Diskussion über eine Early Stoppage, dass der Kampf zu früh abgebrochen wurde, aber ich habe es einfach mir nochmal angeschaut und muss ganz klar sagen, es gab wirklich 20 Sekunden lang, wo Adesanya einfach mit Schlägen eingedeckt wurde, keine Antworten. Der Referee will natürlich auch unnötigen Schaden vermeiden und auch gucken, dass der Fighter langfristig gesehen wieder kämpfen kann. Insofern ist dieses Stoppage auf jeden Fall legitim gewesen und Alex Pereira hat Adesanya einfach wirklich neutralisiert. Er ist wirklich sein Kryptonit und es war genau das gleiche Szenario wie bei deren Kickbox-Fight, wo Adesanya ihn anfangs fast ausgenockt hat, dann ging der Kampf über die Runden und in der letzten Runde kommt dann dieser Knockout. Einfach crazy. Glückwunsch an Alex Pereira. Super tougher Typ und einfach ein Biest, muss man ganz klar sagen. Und Khamzat Chimaev hat sich das Ganze nicht entgehen lassen und will diesen Fight. Was Khamzat genau gesagt hat, das erfahrt ihr jetzt, Freunde. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, weil 68% von meinen Zuschauern dies noch nicht getan haben. Und schaut bei ESN vorbei mit dem Code NOTIME. Minimum 10% auf euren Einkauf sparen, Freunde. Khamzat Chimaev will den direkten Titelkampf gegen Alex Pereira haben. Das hat er jetzt auf Twitter direkt gefordert. Er sagte, let me fight with this guy, one road, finish him. Ja, easy money. Also ich finish ihn easy, ist gar kein Problem für mich. Ich bin ready, um gegen ihn in Brasilien zu kämpfen. Dann wahrscheinlich halt bei der UFC-Veranstaltung in Rio de Janeiro, wo beispielsweise auch ein Abus Magomedov kämpfen wird, wo diverse andere nice Fights noch stattfinden werden und ein geiles Event in Brasilien auf jeden Fall auf die Beine gestellt wird. Darüber hinaus hat er dann auch auf Instagram ein dickes Statement gepostet, was auch schon zigmal repostet wurde und diverse Leute darauf reagiert haben. Er sagte nämlich, this guy did fight for the belt with a 6-1, ja, also hat um den Titel gekämpft mit einer 6-1, hat mit diesem Rekord trotzdem Titelkampf bekommen. Lasst ihn mich smashen, ich habe einen 12-0 Rekord, bin auf der 3 im Weltergewicht in der Rangliste. Let's go, brother, make it happen in Brazil. Ja, so Khamzat Chimaev will sogar in die Höhle des Löwen kommen, will sogar nach Brasilien gehen, wo Alex Pereira seinen Titel als nächstes verteidigen kann. Vielleicht wird Israel Adesanya zunächst erstmal eine Pause machen. Und dann wird vielleicht im Nachgang das Rematch kommen. Wieso wäre dann ein Superkampf mit Khamzat nicht interessant? Also stellt euch vor, Khamzat neutralisiert und besiegt Alex Pereira. Und dann muss Adesanya einfach diesen Kampf mit Pereira nicht mehr machen und kann gegen Khamzat direkt kämpfen um den Titel. Wäre auch ultra krass. Also geile Szenarien entwickeln sich jetzt. Es bleibt spannend, es wird spannend. Die UFC ist zu krass. Lasst ein Like und ein Abo da, Freunde. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.